Habt ihr heute Nacht Besuch gehabt? Ich habe schon gehört, dass eine Frau probiert hat, ihren Mann zu killen. Aber aber ich glaube, es gibt noch, es hat mich jemand gefragt, Ina, gibt es noch, Gita, gibt es noch diese Psch, Psch, Psch? Gibt es noch? Okay, könnt haben. Ich habe keine Achse bei der Firma, gell? Das ist klar, wissen. Okay, seid ihr bereit? Drei Stück. Ich möchte nur einen Bibelvers heute Morgen sagen, wie ihr alle kennt. So, wenn es ganz ruhig ist, fangen wir an. Wie ihr alle wahrscheinlich kennt und wie wir manchens nicht folgen. Und da heißt von Jesaja, die wie auf den Herrn harren. Kriege neue Kraft. Nochmal, die, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie wie Adler und nicht müde werden. Ich weiß, das Wort harren ist ein altmodiges Wort. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo an der Nachricht das Wort harren gesehen habe. Das Wort harren auf Französisch, das hat mich interessiert, was es auf Französisch bedeutet. Und das heißt auf Französisch s'attendre à. Und das bedeutet, in einer Erwartungshaltung zu sein. Eine Erwartungshaltung, etwas von Gott zu bekommen. Und jetzt diese Frage, sollen wir harren oder sollen wir beten? Ja, beides in welcher Reihenfolge? Ich bin jetzt ganz bewusst so ein paar Tage vorher gekommen und ich muss mal so sagen, ich hatte schon die letzten 2 Monate ein volles Programm, für die, wie ich kenne. Es war einfach voll. Gott hat gesegnet und es war auch sehr gut. Und dann kam ich hierher und habe so Eindruck, ich schon ein paar Tage vorher kommen. Und jedes Mal, wie ich da war, so sinngemäß, habe ich mir so ab und zu mal gedacht, Herr, was ist dran? Und hat 3 Tage hintereinander Gott zu mir gesprochen, ich werde nicht zu dir reden, ich möchte, dass du harrst. Und ich kann das sagen, wenn jemand gerade im Hamsterrad ist, sag mal dem Hamsterrad, er soll harren, dann hat er Angst, dass er, wenn er sich aufhört, dass das Rad weitertritt und plötzlich wird rumgeschleudert. Harren ist nicht beten. Und das ist schwer. Ist nicht auf die Klagemauer gehen, ist nicht zu verlangen, sondern harren ist ruhig werden, nichts sagen. Fällt uns manchmal schwer. Du weißt, Gott ist da, Gott weiß alles und du musst ihm alles erzählen. Nein, du musst ihm nicht alles erzählen, er weiß sowieso schon alles. Aber es ist schwer in einer Zeit wie unserer, wo man immer unter Druck ist, ob man auf der Arbeit ist, ob du Mutter bist, ob du Großmutter bist, egal was, wir sind immer unter Druck und wir müssen immer etwas machen und jetzt heißt es, wir sollen harren. Und weißt du, das ist etwas, ich will mal ganz ehrlich sagen, mir ist es schwer gefallen, 3 Tage lang, weil ich gesagt habe, ich will nicht harren, ich will, dass du mir das Programm für eine Woche gibst. Und ich kann das sagen, bis gestern Abend habe ich gar nichts bekommen. Und es war nur dieses Harren. Okay, und habe gesagt, Herr, ich akzeptiere das. Ich will harren, dass ich neue Kraft brauche. Das ist okay. Und dann lässt los. Und Gott sagt immer, harren. Und ich kann das sagen, wenn ich euch sage, ich kann es nicht predigen, Geschwister, müsst ihr es mehr harren. Ich weiß, wie schwer es ist. Wisst ihr was, warum es so schwer ist? Weil wir Christen, das größte Teil der Christen, wie ich kenne, sind so Hamsterchristen. Nicht, dass sie jetzt alles hamstern, sondern im Hamsterrad. Weißt du, wenn du dich bekehrst,
und hast Jesus kennengelernt, dann zieht dich eine Kraft, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, zieht dich nach oben. Stimmt das? Wenn du dich bekehrst, hast du noch, hast keine Sehnsucht nach dem, was unten ist, und wow, das ist der Adler, wie fähig ist, da fliegt er nicht, der Adler kann von diesem Aufwind sich tragen lassen. Und das ist so schön, wenn du mal in der Alpe bist und du siehst einen Adler und du sitzt dich gemütlich hin, du kannst sehen, da kann manchmal 20 Minuten, ohne einmal so zu machen, in der Aufwinde drin sein. Und das ist so entspannend, verstehst du? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das lernen, in die Ruhe reinzukommen. Und wenn du dich bekehrt hast, ist es so ein Aufwind da, da trägt dich nach oben, du hast da einen oben. Und wenn du dann du Christ bist und die erste Woche da ganz oben fliegst und alles zieht dich zum Vater, alles zieht dich Richtung Himmel, alles zieht dich in das Übernatürliche hinein und dann plötzlich kommst du in die christliche Realität hinein. Und das heißt öfter so auch Gemeinde. Und dann lernt man, wie ein Christ, wie ein Adler zu fliegen hat. Aber dass die meisten Pastoren kein Pastoren von Adler sind, sondern Pastoren von Hühner. Und dann ist es ganz anderes Programm. Und plötzlich ist es da, wo plötzlich die Christen in dieses Programm reinkommen, öfters Programm der Gemeinde, G12, Alpha-Kurs und das und jenes und Dienste und Kinderarbeit und Begrüßungsdienst und das und jenes. Und plötzlich sind wir vom Übernatürliche im Natürliche drin und viele Gemeinden haben ganz strenge Programm mit Wachstum, mit allem Möglichen und plötzlich sind die Christen in diesem Programm drin und sie müssen auf rudern. Und weißt du was, die Christen verwandeln sich in Hamster in einem Hamsterrad. Wenn du einen Hamster fragen würdest am Ende vom Tag, bist du weit gegangen? Würde wahrscheinlich sagen, ja. Boah, so viele Kilometer gemacht. Wie weit bist du gekommen? Ah, ich weiß nicht, ich bin gelaufen. Viele Christen, wenn du sie fragen würdest, was hast du dieses Jahr alles Christliches gemacht? Würdest du wahrscheinlich ganz viel erzählen können, was sie alles christlich gemacht haben. Und wenn du sie fragen würdest, bist du weitergekommen, die Gegenwart Gottes? Da werden viele Christen sagen, ja, ich habe ganz viel gemacht, aber ich bin nicht höher gekommen oder manchmal sogar ein Stück rückwärts gegangen. Und ich glaube, es ist so ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur diese Hamster sind und von diesem Hamsterprogramm rausgehen. Es ist nicht leicht, dem Hamster zu sagen, vergiss dein Rad, leg dich auf die Rücke und harren. Und ich möchte sagen, es ist ganz schwer. Und die Welt hat etwas entdeckt, dass wenn du im Hamsterrad bist, ob es eine Wirtschaft ist, es egal was, du gehst kaputt miteinander, mit der Zeit. Und die Welt hat kapiert, es macht nicht glücklich, das Machen, Machen und Machen. Und hat die Welt etwas entdeckt, wo zurzeit ganz, ganz gut funktioniert. Und ich behaupte, dass es in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich es mehr Leute gibt, wie Yoga machen, als Leute, wie beten. Wie Meditationskurs machen, wie alles Mögliche mitmachen, um dieser Hamster zur Ruhe zu kommen. Und die Bibel sagt, die, auf deren Harren, bekommen neue Kraft und sie werden Adler werden. Was passiert denn, Gott gab mir gestern diese Offenbarung, was passiert denn, wenn wir harren? Im Geist passiert etwas, du gehst von deiner Seele in deinen Geist. Kennt ihr die Seele? Da ist dein Verstand, deine Gedanken, dein Gefühl, alles drin. Und ich gehe dir ein Bild geben für deine Seele. Es ist okay, ich möchte niemanden verletzen, aber ich gebe mal ein Bild von deiner Seele. Deine Seele, meine auch, ist wie früher die alte Fliegefänger, diese Klebebänder. Kennt ihr die? Die hängt man auf. Und nach 14 Tagen sehen sie aus wie Bruschette. Und weißt du was? Unsere Seele, die ist wie so Klebeband. Jeder Gedanke, jede Ablehnung, jedes Gefühl, wie da ist und der mag mich nicht und das noch. Und es geht alles auf diese Seele drauf und dann ist unsere Seele voll und dann wollen wir beten. Und was beten wir? Im Gebet immer die Fliege runterreißen. Probier mal mit so Klebeband die Fliege runterzureißen. Bleibt immer ein Fuß, zwei übrig. Und ab und zu ein Flügel. Und dann gehen wir ins Gebet
oh Herr, da hängt noch ein Flügel und da ist ein Bein, wie noch da. Dann kommt noch der Seelsorger und hilft das rauszureißen. Aber ich rede nochmal über die Offenbarung heute Morgen. Harren bedeutet von deiner Seele in den Geist reingehen. Geist, dein Geist kann in jedem Moment Gott, mit Gott Gemeinschaft haben. Dein Geist hat Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Dein Geist hat Gemeinschaft mit dem Himmel. Dein Geist weilt so viele Sachen. Deine Seele hat nicht Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Deine Seele spürt manchmal die Salbung, die Gegenwart Gottes, aber hat keine Gemeinschaft. Meine Seele braucht Heilung. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass wir lernen in unserer Seele drin, dass die Seele ja verklebt ist und dass wenn du, ich wollte fast sagen, meditierst, wenn du harrst, dann du ganz ruhig wirst, dann gehst du von deiner Seele in deinen Geist hinein. Aber ich kann das sagen, deine Seele hat eine ganz laute Stimme. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gehört, wie die Gedanken ganz laut können sein? Gefühle, Eifersucht, Ablehnung, Hass. Deine Seele kann ganz laut schreien und Recht haben und diskutieren und beten und alles Mögliche machen. Und weißt du was? Es ist alles kraftlos, es ist alles auf die unterste Ebene. Wenn wir fähig wären zu harren, ich weiß nicht, wie lange es dauert, Gott schenkt uns Gnade, zu harren, dass es einen Moment gibt, wo wir von der Seele in die geistliche Ebene reinkommen und dein Geist plötzlich andockst. Kannst du dir das vorstellen? Vorgestern habe ich so ein Experiment, ich mache so gerne Experimente mit Gott, das ist für mich besser als jede Theologie. Habe ich den Eindruck gehabt, wie Gott mir sagte, ich soll eine Bibelstelle lesen. Und dann habe ich die Bibel aufgemacht und habe die Bibelstelle gelesen. Und wisst ihr, was meine Gedanken, meine Seele als Erste gesagt haben? Die kenne ich. Und ich sagte, ja, die kenne ich. Tolle Geschichte. Und dann spürt wieder der Heilige Geist, sagt, Piero, lese sie nochmal. Und dann habe ich probiert, so meinen Verstand alles abzuschalten und die Stelle nochmal zu lesen. Und ich kann das sagen, für diese Bibelstelle, ich bekam so starke Offenbarung. Und ich sagte, Herr, ich habe das nicht verstanden. Und ich sagte, weißt du, du hast das erste Mal gelesen in deinem Verstand, mit deiner Seele. Und das zweite Mal bist du in den Geist gegangen. Kannst du glauben, dass in deiner Bibel noch ganz, ganz, ganz viel Offenbarung sind für dein Leben? Aber wir lesen fast alle, ich will es mal so sagen, mit unserem Verstand, mit unserem Wissen, lesen wir mit unserer Theologie die Bibel, sagen, ja Gott, das kenne ich, gut, Gott, ja, schöne Geschichte. Manchmal trifft es auch unsere Seele, aber die wenigsten bekommen Offenbarung übernatürlich, wenn sie die Bibel lesen. Weil wir nicht im Geist lesen, sondern weil wir in der Seele lesen. Und ich glaube, das ist eins von den wichtigsten Sachen als Christ, dass wir lernen, von unserem Seele, von unserem Verstand, von unseren Gefühlen rauszugehen und die Ebene des Geistes zu gehen. Und eine der wichtigsten Sachen ist harren. Es bedeutet ruhig werden, Gott nichts fragen, Gott nichts verlangen, Gott nichts sagen und nicht beten. Stille Zeit machen, ohne Wünsche zu haben. Kannst du dir etwas vorstellen? Jeden Tag 10 Minuten. Weißt du, ich komme ja von, bevor ich Christ geworden bin, von der anderen Seite. Und da gibt es ein Wort, das heißt meditieren. Meditieren bedeutet, an nichts zu denken. Und ich behaupte, wenn du das nicht trainiert hast, dass du unfähig bist, 30 Sekunden das zu machen. 30 Sekunden an nichts zu denken, ist etwas, was fast unmöglich ist. Aber wenn du das übst, kannst du, es gibt Leute, die fähig sind, eine ganze Stunde zu meditieren, so heißen, jede Gedanke wegzumachen, in ein Niemandsland reinzugehen. Und das ist was Gefährliches. In diesem Niemandsland kannst du alles Mögliche begegnen. Wir gehen nicht in ein Niemandsland, weil wir Jesus in uns haben und der Heilige Geist, sondern wir gehen in eine geistliche Ebene, wo der Heilige Geist, dein Geist und der Vater zusammenkommen können.
Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir lernen, diese Sache in die Ruhe zu gehen und dass dir eine Zeit nehme, jeden Tag, wo du nicht betest, sondern wo du harrst. Stell dir mal vor, du wirst harren. 5 Minuten. Und du wirst die Fähigkeit haben, in deinen Geist reinzugehen, 30 Sekunden. Und in deine 30 Sekunden sagt der Heilige Geist, bet für das. Und du wirst nur für eine Sache beten. Ich kann dir sagen, dein Gebet wäre wahrscheinlich sinnvoller und stärker, als was du eine halbe Stunde vorher bete, alles, was du alles beten wolltest. Weil es ist nicht mehr von dir, sondern Gott hat dir gegeben, was du beten sollst. Das Bild, dass wir werden wie ein Adler. Und ich kann das sagen, wir sollen lernen, für mich ist Adler das beste Bild für prophetische Leute, für den Prophet. Ein Adler fliegt nicht in der Stadt, im Smog drin und hat Konkurrenz mit den Stadtspatzen, sondern ein Adler ist ganz oben. Der fliegt so oben, in der, ganz, ganz oben, in der oberste Ebene und er strengt sich nicht an. Und wenn du da oben bist, siehst du anders, wie du unten bist. Wenn du Probleme hast und du siehst sie von unten, wirst du lang beten müssen. Wenn du oben bist, dann siehst du die Lösung, wie da ist. Und das ist so ein bisschen mein Wunsch, dass wir lernen, diesen Tag von der Seele in den Geist reinzugehen, dass wir Adler werden und dass wir hier beten wie die Adler. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Stell dir mal vor, ich würde heute Morgen der Gitte sagen, Gitte, du gibst in jeder Person, die hier ist, einen Zettel und einen Kuli. Und du sollst dich Gedanken machen, alles, was wir für Tunesien beten könnten. Und heute Abend bringt er die Zettel her. Wäre viele Sachen da? Und wahrscheinlich würde ganz viel gute Idee da sein, aber wenige von Gott. Unsere Seele hat gute Ideen. Stell dir mal vor, wir würden jetzt eine Gebetsversammlung machen für Chinesen und jeder kann beten, was er gerade jetzt auf dem Herzen hat. Das wird in der unsichtbaren Welt ein Smog geben und ein Chaos und die wenigsten würden dieses Adler hochbekommen. Und mir ist es so wichtig, dass wir lernen, unsere Gebete, auch wenn sie gute Gebete sind, unterzulassen. Und dass wir lernen, zuerst Adler zu sein. Und dass wir das beten, was Gott da oben für uns vorbereitet hat. Amen. Und ich kann das sagen, weniger beten ist manchmal mehr als viel beten. Wenig beten bedeutet, du betest das, was Gott dir zeigt und du schießt auf diese Zielscheibe so voll drauf. Wenn du keine Zielscheibe hast und du betest einfach so wild, dann wirst du vielleicht 30 Sachen beten und zufälligerweise wirst du eine mal treffen und das ist frustrierend. Und ich wünsche mir, dass die Gebetsarmee so eine Adler-Gebetszeit wird. Vielleicht sind einige da, die sagen, du, ich bin kein Prophet, ich bin keine Prophetin. Das ist okay. Aber glaubst du, dass wenn wir beten, und es würde hier im Raum vielleicht 10, 12 Leute sein, wie ein prophetischer Geist haben, dass es im Raum einen Aufwind geben würde, dass Leute, die nicht prophetisch sind, reinkommen würden? Wo du plötzlich spüren würdest, oh, da ist etwas da, das kann ich. Und wenn du das übst, dass du selbst mal später fähig bist, diese Aufwind freizusetzen. Weißt du, ich will mal von meinem Leben erzählen. Mich hat etwas total fasziniert, als ich Christ geworden bin, die Geistesgabe. Dass Gott zu Menschen reden kann, Worte der Erkenntnis für Heilung, Worte der Erkenntnis für Befreiung, für andere Sachen. Dass Gott die Probleme der Menschen kennt, das ist für mich so faszinierend gewesen, dass es so etwas gibt, was es geben kann. Und ich wusste irgendwo, das ist etwas, was ich mir wünsche, ganz tief im Herzen drin. Dann habe ich gebetet und auch jemand sehr Bekanntes hat für mich gebetet, dass das geschieht. Jetzt bekommst du, stell mal vor, von Gott Geistesgabe. Wie gehst du damit um, wenn du nicht in einer Atmosphäre bist, wo es Aufwinde gibt? Und ich kann das sagen, es ist ganz, ganz schwer. Und dann weiß ich dann, wie ich frisch Christ war, und das war in meiner Gemeinde nicht möglich, dann wusste ich, dass es irgendwo so ein paar Treffe gibt von Leuten, die ich gekannt habe, von, wo die Geistesgabe geübt worden sind, wo viel Salbung da war und wo so ein geistlicher Papa von mir dort war.
Und das hat mir sehr viel geholfen. Dieser Prediger hat dann plötzlich nach dem Gottesdienst so Worte der Kenntnis gehabt. Es ist jemand, wie da sitzt, da hat das, es ist jemand, wie da ist. Und während dieser Zeit habe ich öfters gebetet, Gott zeigt mir Sachen. Und Gott fing mir an, Sachen zu zeigen. Und plötzlich, wie er es gezeigt hat, hat dieser Mann Gottes plötzlich dasselbe gesagt. Und das hat mir so geholfen. Hey, ich bin nicht blöd. Verstehst du, ich bin kein Spinner, sondern ich habe das auch gesehen. Und wie dann andere Leute gedient haben, diesen prophetischen, spürte ich beim Geist, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich mitmachen. Und das nenne ich so Aufwinde. Und ich glaube, wir wollen hier auch so eine Atmosphäre haben, wo Leute Eindrücke von Gott bekommen, wo Leute Gebete von Gott bekommen und wo andere nicht sagen, Zuhörer sind, sondern im Geist sagen, hey, das kann ich nachvollziehen, das ist okay. Und das nenne ich auch eine Übungswelt. Wir sind da nicht allein, um etwas zu machen, ich glaube, sondern Gott möchte uns durch seinen Geist viele Sachen lehren. Ich glaube, dass Leute auch hier freigesetzt werden, dass diese Adler vielleicht wie noch im Eis sitzt und wo keine Wärme bekommen hat, dass er wächst. Hier eine Atmosphäre ist, wo dieses Ei aufgeht und diese kleine Adlerin dir freigesetzt wird und dass er fliegen kann. Wenn du ein Adler in eine Situation reinbringst, wo kein Aufwind ist und du machst ihn in einen Hühnerstall, da wird er niemals fliegen, nach oben zu gehen. Und viele Christen sind in der Situation drin. Sie sind immer so Hühnerstall, geistlich gesehen, wo die Adler nicht gefördert werden, wo kein Aufwind da ist und deine Gabe wird niemals freigesetzt werden. Und es ist mein Wunsch, ganz besonders im Thema Gebet. Vielleicht haben viele von euch da schon gemerkt, oder erlebt in einem Gebetskreis, du betest oder jemand anders betet und du kannst in deinem Geist total sagen, hey, Amen, Amen, das habe ich total auf dem Herzen. Und dann kommt die dritte Person und betet auch und boah, das ist total, spürst diese Aufwind und plötzlich kommt jemand und betet etwas ganz anderes. Und dann spürst du wieder so, verstehst du? Das kennt er wahrscheinlich. Und das bedeutet schon, dass du in dir einen kleinen Adler hast und der spürt diese Sachen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn wir lernen zu harren, dass auch hier eine Atmosphäre da ist, wo Adler aus ihrem Ei freigesetzt werden. Und das ist so etwas, was mich total fasziniert, wenn ich Leute sehe, wie vielleicht 20 Jahre gläubig sind, 20 Jahre im christlichen Hühnerstall als Hamster verbracht haben und plötzlich kommen sie an Ort und sie spüren da, ich bin gar nicht so tot da drin. Verstehst du, Leute haben es akzeptiert, ah ja, ich bin kein Prophet, ich bin nicht prophetisch, ich habe keine Geistesgabe, aber ich bin treu. Das ist öfters eine Lüge. Es ist öfters viel mehr drin als uns. Ich habe mal Geschichte gelesen, die hat mich sehr stark imponiert. Ein Landwirt geht spazieren die Berge und dann findet er ein Adlernest, wo ein Ei drin war und der Adler war Unfall gehabt, war tot. Dann hat er es gut gemeint, hat er dieses Adlerei mitgenommen nach Hause und hat es in seinem Hühnerstall so einem Huhn, wie gerade am Legen war, dazugelegt. Und tatsächlich, der kleine Adler ist nicht gestorben und ist aufgewachsen in diesem Hühnerstall. Und dieser kleine Adler hat ja nicht gewusst, dass es ein Adler ist. Er war ein bisschen anders als diese Kucken, aber war einfach mit denen aufgezogen und dachte, es ist ein Huhn. Er ist am Hühnerstall aufgewachsen und hat sich benommen wie die Hühner, hat gekratzt, hat geschert, hat die Würmer gesucht. Und einen Tag ist er im Hof draußen mit seinen Geschwistern und plötzlich fliegt oben ein ganz schöner Adler vorbei. Und er guckt hoch und bewundert so diese Adler. Und er sagt das Huhn neben ihm, das ist nicht unsere Kategorie, gell? Und er sagt, nee, ja, schön wäre es, aber wir sind halt Hühner. Einige Zeit später ist dieser Adler gestorben. Und er hat nie erfahren, dass es ein Adler ist. Ist traurig. Wie viele Geschwister sterben, werden beerdigt und da drin waren Adler und sie haben ihn nie entdeckt. Als ich die Geschichte gehört habe, hat sie mich total getroffen. Und ich sagte, Herr, hilf mir,
zu helfen, diese Adlerbabys zu entdecken. In den Leuten drin. Ich möchte nicht, dass deine Kinder sterben und haben diese Adler nicht entdeckt. Und sie sind immer noch als, ja, sind als Hühner gestorben und haben da drin diese Adler gehabt. Das ist mein tiefstes Anliegen. Und das ist, was ich heute Morgen mit euch teilen möchte. Und ich möchte euch aufs Herz legen, wenn du so in den Startlöcher bist, wow, ich will jetzt für Chinesen beten, ich will Erweckung, ich will sehen, das ist meine Berufung. Ich möchte heute Morgen ein Stück dich bremsen. Ich möchte, dass du lernst, hier in die Ruhe reinzukommen. So ganz praktische Sachen, du musst nicht 24 Stunden mit immer jemand zusammen sein. Auch wenn du Jahre verheiratet bist, ist doch schön. Verstehst du? Es ist doch mal schön so, auch wenn du das Thema mit jemandem teilst, du musst nicht den ganzen Tag zusammensitzen und den ganzen Tag reden. Es ist doch auch Zeit schön, wo man mal allein in der Ecke hinsitzt oder spazieren geht oder einen Ort findet, wo man allein ist, wo man sagt, Herr, ich möchte harren. Du musst nicht immer, wenn du Nacht aufwachst, sofort Schalabasch, Schakabasch und loslegen. Nein, musst nicht. Könnte sein, dass jemand nebendran mit der Sprühdose plötzlich dich einsprüht. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn Leute in ihrer Seele begeistert sind und du musst sie bremsen. Und sagen, ich bremse dich im Moment, werde zuerst ganz ruhig. Lass alles von dir weg. Lerne wieder ganz neu zu harren. Ein Mann hat mir mal vor Jahren ein Bild gegeben, es hat mir sehr viel geholfen. Er hat gesagt, wenn du ein Glas Wasser nimmst und du nimmst einen Kaffeelöffel Dreck, Erde, und du schmeißt rein und du rührst, dann ist das ganze Wasser schmutzig und du siehst gar nichts mehr. Aber wenn du das Wasser eine halbe Stunde stehen lässt, geht der ganze Dreck nach unten und das Wasser ist wieder klar. Du siehst wieder. Und das ist öfters ein Bild für uns. Manchmal habe ich den Eindruck, dass manche geistliche Leiter den Kaffeelöffel nehmen und drehen. Und alles mögliche. Und du hörst dann, ich kenne das, wie ich frisch gläubig war, von einem Pfingstpastor, der hat anderthalb Stunden jeden Sonntagmorgen gepredigt. 90 Minuten war das Minimum. 90 Minuten und ungefähr im Durchschnitt 40 Bibelverse. Ich kann das sagen, da war deine Seele durchgeschüttelt. So. Bist heimgekommen und sagt dann. Aber ich glaube nicht, dass es der Sinn ist von einer Predigt, dass du aufgewühlt bist. Sondern ein Sinn der Predigt, dass du in die Gegenwart Gottes reinkommst und dass der Heilige Geist das bestätigen kann in deinem Leben. Heute Morgen möchte ich dich fragen, glaubst du, dass der Heilige Geist möchte, dass du ruhig wirst? Dass du etwas entdeckst, was in dir ist. Wir sind manchmal so falsch gepolt. Ich merke irgendwo, wenn du als Prophet dienst oder wenn ein Prophet in die Gemeinde kommt, will jeder hinrennen. Hast du ein Wort für mich? Hast du ein Wort für mich? Und dann kommen es Leute, die haben schon 25 Worte bekommen und sie wären nie effektiv, weil sie nie ruhig werden. Und sie haben nicht mal die Fähigkeit zu prüfen, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Und jetzt sage ich etwas, die Gemeinde Jesus muss in die Ruhe reinkommen und die Pläne von Gott wiederbekommen. Die Gemeinde Jesus ist zurzeit hyperaktiv und antiprophetisch. Weil hyperaktiv und prophetisch passt nicht zusammen. Wir müssen lernen, wieder in die Ruhe reinkommen und von Gott zu empfangen. Und weil wir eine super Zeit haben. Ich liebe es, so Momente wie gestern Abend, am Ende vom Gottesdienst, wo plötzlich etwas da ist im Raum drin. So ein Aufwind. Etwas, was dein Geist nach oben zieht, in die Gegenwart des Vaters. Etwas, was deine Seele sagt, sei ganz ruhig, mein Kind. Wenn dein Geist Gott begegnet, dann wird deine Seele geheilt. Stück für Stück.
Ereignisse die ganze Zeit. Im Geist wie so ein riesiger Adler hier fliegt. Und auf diesem Adler ist ganz stark diese Salbung des Elias drauf. So wie ein Elias Adler, der wie das Herz des Vaters und das Herz der Kinder zusammen macht. Es wird morgen auf hier. Vielleicht gibt es einige im Geist, die können diese Adler heute Morgen hier wahrnehmen. Der wie dein Herz berühren möchte. Der dich mitnehmen möchte in die Gegenwart des Vaters. Dass du die Pläne des Vaters wahrnimmst. Dass du lernst, Sarah zu sehen, wie er sie sieht. Dass du lernst, Tunesien zu sehen, wie der Vater dieses Land sieht. Nicht wie unser Verstand, unsere Theologie oder die Medien das Land beschreiben, sondern wie er dieses Land sieht, wie er dieses Land liebt, wie er diese Menschen liebt, wie er diese Menschen rufen möchte. Heute Morgen spüre gerade dieser Papa Adler, ist hier. Ist hier. Und er möchte dein Adler, dein kleiner Adler berühren. Ihn zu ermutigen. Flieg höher. Flieg. Flieg. Danke, Herr, für diese Elias-Salbung, wie kommen wir diese Tage, wo wir Begegnung haben werden. Durch diese Aufwinde nach oben gute Zeit haben werden. Zeit der Heilung, Zeit der Heilung.